Es ist tatsächlich so, Microsoft-Produkte werden auch ganz stark, sehr weit verbreitet von öffentlichen Stellen eingesetzt. Und die Probleme, die Datenschutzprobleme, die sich damit ergeben, sind für öffentliche Stellen letztlich sogar noch problematischer, noch gravierender als im privaten Sektor. Gerade weil wir eine besondere Schutzstellung und Schutzaufgabe der öffentlichen Stellen haben. Wie geht man mit dem Thema um? Als erstes würde ich immer mal empfehlen, sich die eigene Vertragslage klarzumachen. Was für Produkte habe ich tatsächlich genommen? Auf welcher Grundlage nutze ich die? Und dann ganz wichtig, sich vertrauensvoll auch an die eigene Aufsichtsbehörde mal zu wenden und die Frage zu stellen, was empfiehlt ihr mir jetzt eigentlich konkret? Ich habe gelesen, dass die DSK Probleme an die Wand gemalt hat. Aber wie gehe ich denn damit um? Was machen eigentlich Aufsichtsbehörden, wenn sie Microsoft-Produkte nutzen? Davon kann man ja lernen, davon kann man ja auch kollegial lernen als öffentliche Stelle. Noch wichtiger ist, dass wir uns alle fit machen und nach Alternativen suchen. Geht es gar nicht darum, dafür zu plädieren, aus Microsoft-Produkten auszusteigen, aber wir müssen jedenfalls uns handlungsfähig machen, indem wir auch immer schauen, in dem und dem Bereich nehmen wir Videokonferenzsysteme. Hätte ich eine Alternative, ich könnte umsatteln, wenn es sein müsste. Ja? Und dann kann man mal rausbekommen, unter welchen Bedingungen findet das statt, wie aufwendig ist das, schaffe ich das überhaupt? Oder bin ich auf Verderb auf ein bestimmtes Produkt angewiesen? Weil das natürlich auch meine Bewegungsfähigkeit einschränkt und das ist auch wichtig für meine Entscheidung, die ich nachher treffe. Auch ganz wichtig, einfach mal den Kontakt aufnehmen mit Microsoft. Ja, also tatsächlich den Kontakt suchen und sich erklären lassen, was es an Zusatzangeboten inzwischen von Microsoft gibt. Zum Beispiel Angebote, die Datenverarbeitung, obwohl es sich um ein Software-as-a-Service-Produkt aus der Cloud handelt, Datenverarbeitung, die in Europa bleiben. Ja, das ist ein gutes Angebot und löst zum guten Teil das Problem der Datentransfers. Das kriegt man nur raus, wenn man mit Microsoft spricht und sich regelmäßig erkundigt, gibt es eigentlich was Neues, habt ihr was für uns, was uns die Nutzung erleichtert. Und schließlich, auch ganz wichtig, auch unter dem Gesichtspunkt der Datenschutzgrundverordnung, Artikel 5, dokumentieren. Immer wenn ich mir Gedanken mache über Datenverarbeitung in einer Behörde, dokumentiere ich das. Noch nicht mal, wenn ich einen Wechsel vornehme oder wenn ich eine Lösung gefunden habe, sondern ich dokumentiere, dass ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich nach Alternativen gesucht habe, dass ich mich mit dem Problem auseinandergesetzt habe. Das sind wichtige Anhaltspunkte, zum Beispiel für die Aufsichtsbehörde, wenn sie kommt und prüft und sieht, oh, da hat sich jemand Gedanken gemacht, vielleicht ist der Ist-Zustand nicht perfekt, aber ich sehe, dass dort in die richtige Richtung gedacht wurde und das entspannt. Ja, dann kann man sich die ein oder andere Anordnung im privaten Sektor, das ein oder andere Bußgeld der Behörde sparen, wenn man klar machen kann, wir sind am Thema dran, wir kümmern uns schon darum, wir haben vielleicht noch keine perfekte Lösung gefunden, aber wir nehmen das Thema ernst und behandeln das angemessen.